Hallo und herzlich willkommen bei meinem Let's Play. Ich bin Zocker Martin. Also, lass uns zocken. Schön, dass du da bist. So, dann wollen wir gucken, was das für ein Monster ist. Die Oma? Ach, die Katze. Oh, all das wegen einer dämlichen, dreckigen Katze. Naja, schon irgendwie peinlich. Immerhin hat's keiner gesehen, außer der Katze. Und natürlich Mrs. Grozer. Mrs. Grozer lebt sie überhaupt noch? Ha, Mrs. Grozer findet mein Abenteuer richtig aufregend. Sie blinzelt nicht mal. Ich traue mich nicht, sie anzufassen. Was, wenn sie nur ein Geist ist? Ja. Mann, das klingt genau wie Matt beim Reihern. Frag mich, ob die auch anderthalb Kästen Bier getrunken hat. Miau. Hacken. Ah, alles klar. Okay. Aber zuvor, bevor ich das mache, ein großes Dankeschön an alle, die mein letztes Video bewertet und kommentiert haben. Vielen Dank. Damit? Nur damit bekomme ich die Leiter nicht los. Was? Ich komme nicht ran. Ich muss die Leiter losmachen, aber ich komme nicht an diesen scheiß Haken ran. Mal, hängt hier ein Controller? Okay. Das ist Mrs. Grozers Topfpflanze. Ganz hübsch. Ein scheiß Blumentopf? Den soll ich jetzt auch noch mitnehmen? Warum denn? Ja, keine Ahnung. Warum denn? Ich komme nicht an den Haken. Alles klar. Kombinieren also. Zack, zack. Wow, sieh dir das an. Ist sogar immer noch etwas Draht übrig. Ja, ne? Das war gut von mir. Perfekt. Oh, die arme Mietzekatze. Katze losgeworden. Die Luft ist rein. Es geht bergauf. Du bist verflucht. Du bist verflucht. Was bitte bin ich? Verflucht. Verflucht? Das habe ich mir also nicht eingebildet. Du bist verflucht. Oh Mann. Hast du mir die ganze Nacht in den Ohren gelegen? Besten Dank für diese höllische Nacht. Es war die schlimmste meines Lebens. Bis auf das eine Mal, als ich 3 Jahre alte Mayonnaise gegessen hatte. Warte nur, bis ich unten bin. Du bist verflucht. Jetzt reicht's. Niemand verflucht Randall. Ja, das war eine Aussage. Ja, okay, komm. Tschüss, Mrs. Grozer. Grüßen Sie Mr. Grozer von mir. Oui. Du bist verflucht. Scheiße. Wie wahrscheinlich war das? Puh, das war knapp. Ich glaube, ich kotze gleich mein Herz raus. Puh, der Geschmack der Freiheit. Du bist verflucht. Langsam, langsam. Dich habe ich nicht vergessen. Kleinen Moment, ich check nur kurz, ob alles da ist, wo es hingehört. Und dann entscheide ich, ob ich mich mit dir anlege oder sehe, dass ich hier wegkomme. Nachdem ich dir einen Stein ins Gesicht geworfen habe oder sowas. Warum zum Geier sollte ich einen kaputten Blumentopf mitnehmen? Der bleibt hier. Ja, ist okay, ist ja gut. Was für ein Vorzeigepenner. Stinkend, dreckig und trinkt aus einer Papiertüte. Weiß schon, dass ich dich hören kann, ja? Du bist also ein Penner, hm? Und du bist? Wie jetzt? Du weißt nicht mal, wer das Opfer deines Geschreis letzte Nacht ist? Falsche Adresse, die Katze ist da lang. Was? Du bist genau der, den ich suche, du Penner. Deine Tage sind übrigens sind gezählt. Oh Mann, oh Mann, kranker Kerl. Das Gehirn zersetzt. Oh Mann, armer alter Kerl. Der Alkohol hat dir das Gehirn zersetzt. Hör zu, dein Problem ist, du hattest ziemlich lang kein Mädchen mehr, wenn überhaupt jemals.
Hab ich recht? Hör du mal zu, Penner. Ich hab da zwei Worte für dich. Halt deine Scheißfresse. Man sagt, dass wenig zu wissen gefährlich ist. Was ist, wenn ein Mensch zu viel Wissen besitzt? Naja, der endet nicht in der Gosse, so viel ist mal sicher. Wo hast du den Spruch überhaupt her? Aus einer Fernsehserie oder so? Nein. Du meinst ja? Nein. Echt nicht? Weil ich glaube, den habe ich letzte Woche bei Scary Door gehört. Nein, habe ich gesagt. Wir Penner sehen uns keine Sci-Fi-Serien an. Du hast dich gerade verraten, alter Junge. Nein. Das glaube ich nicht. Okay, was auch immer. Pass auf dich auf, alter Junge, und mach keinen Ärger. Nicht, dass man dich wegsperrt. Wir sehen uns wieder. Kann's kaum erwarten. Du bist verflucht! Also, jetzt kannst du es wohl kaum leugnen. Du hast es gesagt, ich hab dich gehört. Was gesagt? Warum tust du mir das an? Ich hab dir doch gar nichts getan. Noch nicht. Aber du wirst. Ich kenne Leute wie dich. Ich habe selber Probleme, weißt du. Mein Boss und mein Vermieter sind Deppen und beide sind angepisst. Und wenn ich das nicht in den Griff bekomme, wohne ich bald auch hier unten bei dir. Wenn Wissen Macht ist und Macht korrumpiert, wie soll die Menschheit nur überleben? Gott, schon wieder diese Lahmsprüche? Musst du nicht ordentlich fürs Copyright blechen oder sowas? Nein, ich nicht. Okay, klasse. Also zusammenfassend, du bist ein Penner und ich bin verflucht. Genau. Aha! Hast du nicht gesagt, du weißt nichts darüber? Das war nur meine Meinung. Ich denke, du bist verflucht. Und ich kann dir helfen. Okay. Willst du mir helfen? Was für ein Modeller. Ich bin Schuldigen. Exorzismus. Okay, das tut mir leid. Tut mir leid, dass ich keine Hilfe von einem irren alten Penner, der Leute anschreit, annehme. Ich habe schlechte Erfahrungen damit gemacht. Okay, aber nimm wenigstens meine Karte. Wenn du Hilfe brauchst, ruf einfach an. Das hier? Das ist eine rostige alte Rasierklinge. Da steht keine Telefonnummer drauf. Müller, schau mal nochmal. Da ist doch bestimmt mir was. Gefällt das Containern auch nicht, aber wer könnte zu einer alten Tube Klebstoff schon Nein sagen? Aha. Was noch? Blumentopf. Kaputte Leine. Die kann ich nicht mehr benutzen. Und selbst wenn, bin da oben fast draufgegangen. Soll ich die jetzt reparieren oder was? Hey, Mann. Die kann ich nicht mehr benutzen. Und selbst wenn. Ja, ja, ist gut, okay. Dann ist das denn um die. Hey. Ein kleiner Chihuahua. Sein Name steht im Halsband. Ich glaube, er heißt Barclay. Chihuahuas, das sind die schlimmsten. Jo. Hierher, Beifuß, komm zu Herrchen. Der hört mir gar nicht zu. Moment, Müllcontainer? Ein stinkiger Müllcontainer. Da fasse ich bestimmt nichts an. Ich glaube, da finde ich nichts Nützliches drin. Okay, dann gehen wir. Okay. Scheiß Flugratten. Flugratten? Ja, so werden Tauben genannt. Ist da was? Nein. Nur ein Typ, der Zeitung liest. Scheint voll bei der Sache zu sein. Ich versuche ja immer, dem Gespräch mit Fremden aus dem Weg zu gehen. Stimmt. Das hat Matt gesagt. Ja, stimmt. Kann ich mich erinnern. Ich durchwühle keinen Müll. Nicht mehr. Ah. Nichts okay. Von Interesse. Ey, das sehe ich was? Back to the Future? Ghostbusters? Das sagt mir nichts. Videotheken. Oh, das war. Das Loch ist schon eine ganze Weile zu. Schade eigentlich. Der einzige Laden, wo man die ungekürzte Fassung von Mary Poppins gekriegt hat. Echt hardcore. Jurassic Park. Oh, Videotheken, ich habe so viel Zeit dafür gedacht. Oh Mann. Geschlossen. Oder weiß man schon, wie alt ich bin. Alter Schwede. Das Loch ist schon eine ganze Weile zu. Schade eigentlich. Der einzige Laden, wo man die ungekürzte Fassung von Mary Poppins gekriegt hat. Echt hart. Ja, ja. Okay, also ist zu. Boah, das erinnert mich
hat die letzte Videothek bei mir zugemacht worden ist. Also bevor sie zukamen, dann zugemacht haben, haben die ja angefangen, die ganzen Blu-rays und DVDs zu verkaufen. Mann, da habe ich aber Schnäppchen gemacht. Für meine Sammlung. Was ist los, Kumpel? Du siehst ziemlich fertig aus. Ah, alles furchtbar. Sklaven werden besser bezahlt als ich. Eigentlich habe ich heute frei und ich muss mich mit jedem schwachsinnigen Vollidioten auf dem Planeten rumschlagen. Außerdem werde ich gefeuert, wenn ich bis zum Wochenende keinen dicken Fisch an Land ziehe. Hey, willst du vielleicht ein Set Wonder-Matic-Produkte kaufen? Unsere Technologie ist auf dem neuesten Stand. Nein, also, sorry, aber ich habe kein Interesse. Pass auf, ich bin spät dran und dem Gejammer von Wildfremden zuzuhören ist gerade nicht drin. Und was das tatsächliche Helfen angeht... Mm-mm. Oh, verstehe. Na ja, gut, dann einen schönen Tag noch. Oh, sieh sich einer den Hundeblick an. Jetzt tut er mir schon irgendwie leid. Was ist das denn für ein Schild? Ist das was? Eine Mami mit ihrem Kind, das verkleidet wie Teufel? Tür? Nichts für mich drin. Okay. Scheiß Flugratten. Ja, die sind aber überall, ne? Damit ich mir die Tollwut hole? Nee, lass mal. Okay. Feedfood. Ist das nicht Anspielung auf Monkey Island? Oh, Mülleimer, schon wieder. Nichts von Interesse. Ach komm. Shit, er ist defekt. Defekt. Das muss für Notfälle sein. Betty. Ich schau gern Leuten bei der Arbeit zu. Den Spruch habe ich schon irgendwo gehört. In irgendeinem Spiel. Das ist der Hörer an seinem angestammten Platz. Ich überlege, war das nicht bei Baphomets Fluch? Das sollte ich lieber lassen. Das Ding hat mich bereits die gesamte Kindheit und die Hälfte meines Erwachsenendaseins gekostet. Ach ja, Gameboy, das waren Zeiten. Ich habe immer noch kein Ticket. Verstehe, du brauchst also ein Ticket. Fremde, du willst nicht mit die Fremden. Die kenne ich nicht. Na, dann lern die kennen. Ich vermeide den Kontakt mit Fremden, soweit es geht. Ja, so lernst du keine Frau, sage ich dir. Ja, rennen wir mal mit dir. Erst mal sehen, ob ich genug Geld habe. Alles klar. Oh. Danke, Matt. Jetzt habe ich etwas Kohle. Und dein Ehering. Oh Mann, du bist so böse. Dieser Ring. Irgendwas ist komisch an dem. Nicht gerade viel. Das ist Matts Geldbeutel. Es ist leer. Reste vom gestrigen Sandwich. Thunfisch-Sandwich. Ein Stück Draht vom Entenbügel. Was für eine geile Erfindung. Tube Klebstoff mit festgeklipptem Deckel. Eine Tube Klebstoff, aber der Deckel sitzt fest. Der Penner sagt, das ist seine Visitenkarte. Na bitte. Na bitte, ich habe keine Ahnung wofür, aber... Jetzt kann ich ihn benutzen. Diese Batterien werden vielleicht noch mal nützlich. Ein paar Batterien. Fast leer. Fast leer, aber toll. Achso, das ist die Zeitung. Okay. Gut, dann jetzt. Ein Ticket, bitte. Aha, 6 senkrecht. Entschuldigung, aber ich hab's irgendwie eilig. Ich komme zu spät zur Arbeit, wissen Sie? Waagerecht, 3 Buchstaben, Bauernhoftier. Scheiße, Entschuldigung, könnte ich bitte ein Ticket bekommen? Einen Augenblick bitte, ich bin sofort bei Ihnen, Sir. Bleiben Sie dran. Sagte sie gerade, ich soll dranbleiben? Uber-Ticket bitte, hallo. Uber-Ticket bitte. Ticket. Großer Gott, ein Ticket, ein Ticket, ein Ticket. Ein U-Bahn-Ticket, bitte! Ein Ticket!
Ich kümmere mich sofort um Sie, Sir. Bitte bleiben Sie dran. Ihr Anruf ist uns sehr wichtig. Spitze. Es ist also einer dieser Tage, ja? Gott, ich sollte heute nicht mal bei der Arbeit sein. Naja, eigentlich schon, aber ich will nicht. Alles, was ich will, ist ein verfluchtes Ticket. Eine Kombination aus elektronischen und organischen Komponenten, 6 Buchstaben. Was? Nein, Bock. Ich schätze ein Ticket ganz nicht. Mal sehen. Buchstaben. Senkrecht. Ich meine, Sie wissen, dass Sie das Mal sehen, 11 Buchstaben senkrecht, fängt mit I an, inadäquat oder ungeeignet für einen bestimmten Zweck. Danke für Ihren Anruf und wir bitten um Entschuldigung für etwaige Unannehmlichkeiten. Hey, Moment, legen Sie ja nicht auf, wagen Sie es nicht aufzulegen. Sie hat aufgelegt. Die blöde Kuh hat einfach aufgelegt. Ich hab schon vergessen, du telefonierst nicht. Puh, 5 waagerecht Bauernhoftier, vielen Dank. Entschuldigung, wissen Sie, ob das Glas hier kugelsicher ist? Nicht? Ich wollte nur wissen, ob man es vielleicht mit einem stumpfen Gegenstand zerschlagen könnte. Oh nein, nein, bitte, haben Sie keine Angst vor mir. Für was halten Sie mich? Alles, was ich tun werde, ist Ihren Kopf abreißen, um sicherzustellen, dass Sie kein Cyborg aus der Zukunft sind, der mich fertig machen will. Cyborg, 6 Buchstaben senkrecht. Eine Kombination aus elektronischen und organischen Komponenten, danke. Ja, hab ich doch gesagt. So wollen Sie also spielen, ne? Okay, letzte Chance. Geben Sie mir mein Ticket und es gibt keine Konsequenzen. Ist das Ihre endgültige Antwort? Schön. Sie sind damit auf meiner Liste. Gleich unter Lucas und Jar Jar. Und wenn Sie jemals eine Briefbombe bekommen, denken Sie an den Namen Randall Hicks. Moment, nein? Denken Sie nicht an diesen Namen, streichen Sie das. Wie geil war das denn? Lucas, ne, bezieht sich auf George Lucas und Jar Jar Dings. Das ist ja aus Episode 1. Boah, die Fans hassen Jar Jar. Meine, ich finde, ist okay. Ich meine, könnte ein bisschen besser animiert sein, aber... Ich schätze Ihren Trick ganz und gar nicht, Man. Ihr Anruf ist uns sehr wichtig. Was für ein Anruf? Es gibt keinen Anruf. Bitte bleiben Sie dran. Wir kommen hier nicht voran. Töte mich. Oh Gott, töte mich hier und jetzt. Wissen Sie was? Ich verziehe mich. Es bricht mir das Herz. Was können wir denn machen? Da habe ich gestern mein Sandwich drin eingewickelt. Ja, Thunfisch-Sandwich. Fettes Papier, okay. Aber fettiges Papier, so. Hörer. Das ist der Hörer, an seinem angestammten Platz. Ah, okay. Das sollte ich lieber lassen. Das Ding hat mich bereits die gesamte Kindheit und die Hälfte meiner... Ja, okay, Moment. Konsole, mach das... Telefon. Das ist am Tisch festgemacht. Können wir da was machen? Ich muss mir was Besseres als das einfallen lassen. Konsole, wir müssen was gucken. Also der ist kaputt, sagst du. Perfekt. Im Ernst? Das Schild nehme ich nicht mit. Ja, brauchst du nicht. Streetfoot Street Station. Auf jeden Fall. Monkey Island Anspielung. Okay. Schild. Zutritt verboten? Mann, jetzt will ich erst recht wissen, was da drin abgeht. Wir müssen was mit der Konsole machen. Und dann fällt mir ein, aber ich will sie nicht nehmen. Also entweder nehmen oder die Batterie daraus nehmen. Die Mutter aller tragbaren Spielkonsolen. Ja. Warte mal. Was ist, wenn wir das machen? So. Das läuft nicht mit Batterien.
Nee, das läuft nicht mit Batterien. Ja, keine Ahnung. Konsole. Betty. Mr. Kong als Bösewicht. Ja, ja. Die guten alten Zeiten. Yo. Stimmt, habe ich nicht gesehen. Ey! Die zwei da, ist das nicht Wentworth? Die zwei Filme mit denen? Verdammt, wie heißt denn nochmal dieser Schauspieler? Ich komme jetzt nicht drauf. Wentworth. Okay. Nimm. Was sollte ich lieber lassen? Das Ding hat mich bereits die gesamte Kindheit und die Hälfte meiner... Ja, du redest zu viel. Irgendwas kombinieren. Was ist denn damit? Vergiss es. Die Teleskopente ist nur für ernsthafte Angelegenheiten da. Ja, okay, dann müssen wir zurück. Dann habe ich was wohl übersehen. Sind das VHS-Kassetten? Tatsächlich. Ich versuche ja immer, dem Gespräch mit Fremden aus dem Weg zu gehen. Ja, stimmt ja. Der alte Marconi und seine wütende Ader warten immer noch auf mich. Ich kann ihren Atem hören. Ich warte lieber noch eine Weile, bevor ich mich wieder nach Hause wage. Okay. Ah. Ich glaube, das war genug Second-Hand-Philosophie für einen Tag. Ja, aber dann ist ja nichts mehr. Ich kann... Mülleimer haben wir durchsucht. Blumentopf willst du nicht. Leiter können wir nicht. Mit Hundi können wir nicht interagieren. Hierher, Beifuß, komm zu Herrchen. Der hört mir gar nicht zu. Ja, vielleicht ist er taub. Das behalte ich lieber. Okay. Anscheinend habe ich wohl doch nichts übersehen. Video Inc. Home Entertainment. VHS and Video Games. Store Closet. Ah, Nostalgie pur. Okay. Ich sagte, er tut mir leid. Nicht, dass ich ihm helfen will. Oh. Bist so aggressiv. Wie kommt's? Da noch was? Nein. Alles klar, das heißt, wir müssen irgendwas machen mit den Gegenständen. Ich habe immer noch kein Ticket. Verstehe. Das ist der Hörer an seinem angestammten Platz. Das ist am Tisch festgemacht. Eigentlich nur ein Telefon, aber vielleicht kann ich es irgendwie zweckentfremden. Ja, okay, ich verstehe schon. Du willst also nicht mit der Konsole, mit dem Telefon soll ich was machen. Okay, warte mal. Kleber? Jung! Ja, was jetzt? Der ist am Apparat festgeklebt. Das ist am Tisch fest. Ja, aber... Das ist der Hörer. An seinem angestammten... Ja. Aber das bringt mir jetzt nicht viel. Ich meine, wir können die nicht anrufen. Hier ist doch kein Telefon, oder? Nö. Oh, doch. Oder? Jo. Oh Mann, oh Mann. Herr Ding. Aber wir haben immer noch kein Ticket. Das wirst du nicht mehr brauchen, Schnuckelchen.
Das sollte ich lieber lassen. Das Ding hat mich bereits die gesamte Hälfte... Ja. Aber was ist jetzt mit dem Ticket? Ich habe immer noch kein Ticket. Ich check's nicht. Nur eine Mülltonne. Da finde ich sicher nichts Interessantes drin. Das muss für Notfälle. Ja, aber... Oh Mist, jetzt ist besetzt. Ja, wieso denn auch, ne? Ist ja klar. Shit, er ist defekt. Defekt. Ja. Nichts von Interesse. Das sollte ich lieber lassen. Das Ding hat mich bereits die Hälfte... Warte mal. Ist da nichts? Kalender. Office. Also wir können mit nichts interagieren da. Also wie kriege ich ein Ticket? Da komme ich nur mit Fahrkarte durch. Echt? Stehen bleiben! Aha. Sieh an. Was haben wir denn hier? Bist du nicht etwas alt, um über die Absperrung zu springen? Hören Sie, es ist nicht, wonach es aussieht. Na, das sagen Sie alle. Wirklich, hören Sie, Officer... Officer Murray, dein Freund und Helfer. Ich kenne Typen wie dich. Glaubst du wirklich, du kommst hier einfach raus, nur weil du dich dumm stellst? Naja. Warum wolltest du dich hier ohne zu zahlen durchschummeln? Ich bin ein armer... Jetzt... Schuld, die Lenny-Schalter kommt. Sehen Sie mal, ich bin Es ist doch nicht meine Schuld. Die Lady am Schalter. Kommen Sie schon. Die ist nun wirklich kein Kandidat für den Angestellten des Monats, die alte Hexe. Du meinst Betty? Ja, natürlich, wenn du sonst. Ja, das Monster Betty. Betty, jetzt kenne ich deinen Namen, meine Liebe. Ja, das Monster. Betty, die fette Meereshexe. Sie hat mich einfach ignoriert. Sie hat mich ignoriert, wie Jessica Chabot meine E-Mails ignoriert. Ich meine, das war Betty. Ah, Betty. Ich weiß nicht, was ich mit dir machen soll. Aber egal, das entschuldigt nicht dein Verhalten. Du gehst nirgends hin, bevor ich meinen Bericht fertig habe. Na super. Sag bloß, ich muss jetzt warten, bis Mary lesen gelernt hat. Vergiss es. Ich muss jetzt sofort hier raus. Wenn ich's heute nicht zur Arbeit schaffe, dreht mein Boss durch. Was war das denn für ein Ruckel? Das ist der Ausgang. Aber da komme ich jetzt nicht raus. Ach, der Zug. Ich komme nicht raus, ne? Nicht so schnell, Junge. Ich sagte, du bleibst hier, bis ich mit dem Bericht fertig bin. Und ich bin ziemlich ungeschickt und legasthenisch, wenn es um Papierkram geht. Kann also noch eine Weile dauern. Aber ich komme zu spät zur Arbeit. Du warst sowieso schon spät dran. Ein paar Minuten mehr machen es jetzt auch nicht fett. Also hinsetzen, Klappe halten. Ich muss mich konzentrieren. Mann, so hänge ich hier bis Mitternacht fest. Ich muss einen Weg hier rausfinden oder ich verliere meinen Job. Die braucht man zum Grillen. Ja, er grillt ja gerne. Aber ich glaube, das ist alles Fotomontage. Ja, natürlich ist das Fotomontage. Ich kenne jemanden, der ganz scharf auf Würstchen ist. Jetzt sehe ich's. Hier, Tron. Aber der aus den 80ern, also der erste. Damit laufe ich bestimmt nicht rum. Was haben wir denn hier? Ein imposanter Globus. Wie schwer der wohl ist. Schätze so etwa 6 Whoopi Goldbergs. Jo, Mary auf dem Mond. Hey, Moment mal. Arrakis? Schloss Wolfenstein? Tron? Area 51? Wow! Sie sind ja ein richtiger Weltenbummler. Und Grillfan. Globus. Figur. Ein Globus voller kleiner Murrays. Es hat begonnen. Die Invasion. Sie sind bereits hier. Hey, Minnie-Murray, du gehörst jetzt mir. Moment, was ist da gerade passiert? Was? Damit ich zerquetscht werde? Vergiss es. Ah, warte mal. Jawohl. Wenn wir das rausziehen, weil das wackelt,
Ich denke mal, das wird dann rollen. Nicht. Wenn ich vielleicht ein bisschen Schmiermittel hätte. Schmiermittel? Ja, na klar hast du doch. Hier. Fettiges Papier, oder? Hey, da mache ich doch alles dreckig. Sag mal, willst du das mich verarschen? Keine Ahnung. Ich glaube, der Bolzen hat sich etwas gelockert, aber löst sich noch nicht ganz. Nee, rührt sich nicht. Wenn ich vielleicht ein bisschen Schmiermittel hätte. Schmiermittel? Aber das hast du doch schon hier. Da habe ich gestern mein Sandwich drin eingewickelt. Ah, vielleicht meinst du das hier so. Das ist einfach nur dumm. Hey. Getrockneter Edding. Da habe ich gestern mein Sandwich drin eingewickelt. Ja. Eine Officer Murray-Figur. Das macht keinen Sinn. Mag sein, aber... Klebstoff bestimmt nicht. Das macht kein... Hey, da mach ich doch alles dreckig. Wieso geht das so nicht? Der Globus wackelt ja wirklich wie ein Rattenschwanz. Das riskiere ich lieber nicht. Oh, der Spruch, der war gut. Hey, da mach ich doch alles dreckig. Warte mal. Nochmal, wenn das nicht ruckelt... Mal sehen, was passiert. Hä? Passiert gar nichts? Und los geht's. Oh, na toll. Verschwinde, ihr Junge. Ja, aber was ist jetzt mit unserem Ticket? Boah. Na gut, Freunde. Wie es weitergeht, das sehen wir im nächsten Video. Ich hoffe, ihr seid wieder mit dabei. Bis dahin, wie immer, habt einen schönen Tag.